In 3, 2, 1, bitte. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Online- und Präsenzpressekonferenz zur Vorstellung des Fleischatlas 2021. Ein Atlas der Heinrich-Böll-Stiftung und des BUND in Kooperation mit Le Monde Diplomatique. Das ist mittlerweile unser fünfter Fleischatlas in einem abwechselnden Turnus und der neunte Atlas in einer Reihe von Atlanten, die sich mit dem größeren Themenkomplex Landwirtschaft, Agrarindustrie und Ernährung befassen. Wir liegen mittlerweile mit diesen Atlanten bei deutlich über 1 Million, ich würde fast sagen 2 Millionen Gesamtexemplaren in der gesamten Reihe. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich dabei sind. Das bezieht sich vor allen Dingen auf unsere Gäste, die online über Zoom dabei sind, quer durch die Republik in allen möglichen Städten. Mein Name ist Michael Alvarez, ich bin Pressesprecher der Heinrich-Böll-Stiftung und neben mir auf dem Podium begrüße ich jetzt die Hauptpersonen dieses Morgens, dieser PK. Einmal als Hausherrin Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und Olaf Band, Vorsitzender des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, BUND. Zum Ablauf noch, wir werden jetzt nach Eingangsstatements in ungefähr 10 Minuten bis 14 Minuten Länge die Fragerunde eröffnen, also so ungefähr in 20, 25 Minuten. Da haben Sie dann die Möglichkeit, über Zoom, über das Handhebetool sich zu beteiligen. Sie werden dann vom Ton her eingespielt. Ihre Fragen können wir hier auf dem Podium dann direkt im Saal hören. Das ist besser so, weil dann auch die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort sind, ihre Fragen mitkriegen. Ihr Bild ist nicht zugeschaltet, das machen wir nicht, einfach aus Gründen der Übertragungsqualität und weil es dann halt auch reibungsloser funktioniert. Das erkläre ich dann aber nochmal, wenn wir dann soweit sind und die Fragerunde eröffnen. Soweit. Ich übergebe jetzt das Wort an Barbara Unmüßig. Danke. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über die große Resonanz, die dieser Fleischatlas, den wir, wie von Herrn Alvarez beschrieben, jetzt nach 3 Jahren wieder veröffentlichen zum Thema Fleisch. Warum immer wieder das Thema Fleisch? Der globale Trend ist alarmierend, denn der Fleischkonsum hat sich in den letzten 20 Jahren auf der Welt verdoppelt und liegt heute bei sage und schreibe 325 Millionen Tonnen Fleisch. Wird nicht gegengesteuert, werden wir es im Jahr 2029 auf knapp 360 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr bringen. Und das bei einem Lebensmittel, das wie kein anderes so gravierende Auswirkungen auf den Klimawandel, auf die Zerstörung von Ökosystemen und Biodiversität hat. Die Billigfleischproduktion ist verantwortlich dafür, dass Milliarden Tiere unter gravierenden Haftungsbedingungen leiden und auch in der Haltung sterben. Tausende Menschen werden darüber hinaus durch den Futtermittelanbau von ihrem Land vertrieben und, das kennen Sie, Arbeiterinnen in den Schlachthöfen werden ausgebeutet und zu inhumanen Bedingungen untergebracht. Und zu guter Letzt, das hat uns die Pandemie gezeigt, ist die industrielle Fleischproduktion auch ein Problem wegen der zunehmenden Zoonosen, eine Bedrohung für die globale Gesundheit. Das alles kritisieren wir seit Jahren. Daten und Fakten liegen vor. Die Zivilgesellschaft und immer mehr Wissenschaftlerinnen drängen auf einen schnellen, radikalen Umbau und auf eine Fleischwende, die wir unterfüttern wollen mit dem Fleischatlas. Die Politik handelt nicht, nicht in Deutschland und nirgendwo auf der Welt. Kein Land der Welt und auch keine UN-Organisation hat eine Strategie, die den Fleischkonsum und die Produktion gesundheitlich, sozial und ökologisch verträglich steuert. Der Pro-Kopf-Fleischkonsum ist regional und sozial sehr ungleich verteilt. Von 100 Kilo pro Kopf zum Beispiel in USA oder Australien. Bei uns liegen wir nach wie vor bei nahezu 60 Kilogramm pro Kopf. Und in Afrika liegt der Konsum pro Kopf bei gerade mal 17 Kilo mit einer leicht steigenden Tendenz.
Asien ist definitiv der Wachstumsmarkt. In China werden inzwischen über 50 Kilo pro Kopf und Jahr gegessen. Ich möchte Ihnen ein paar Daten und Fakten präsentieren, warum wir finden, dass es dringlich ist, umzusteuern, warum wir eine Fleischwende dringend brauchen, wenn wir Klima-, Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen. Alle wissen um die verheerende Klimabilanz der Fleischproduktion. 14% trägt der Sektor derzeit zu den klimaschädlichen Gasen bei. Ein Vergleich: Die 5 größten Fleisch- und Milchkonzerne emittieren genauso viel klimaschädliche Gase wie Exxon, der größte Ölmulti der Welt. Der Unterschied: Exxon hat eine Klimastrategie, die Fleischindustrie aber nicht. Weltweit werden mehr als 75% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzflächen für die Tierproduktion verwendet, sowohl auf Weiden und in immer größerem Ausmaß für die Produktion von Futtermitteln auf dem Acker. Was ist das Problem? Wenn wir immer mehr landwirtschaftliche Nutzfläche einsetzen für die Produktion von Futtermitteln, dann fehlen diese landwirtschaftlichen Flächen für den Anbau von Ackerprodukten, die viel geeigneter sind, uns gut und gesund zu ernähren. Auch Hunger zu bekämpfen ist davon abhängig, dass Menschen genug Grundlage haben, das anzubauen, was sie für ihre gesunde Ernährung brauchen. Mehr als 60% des weltweit produzierten Maises essen nicht wir Menschen, sondern Tiere. Fast genauso hoch ist die Zahl bei den Ölsaaten. Unter diese Kategorie fallen dann eben Raps oder vor allem Soja. Soja ist der wichtigste Proteinlieferant für die industrielle Mast. Fast 90% des weltweit angebauten Sojas landen im Futtertrog. Soja wird inzwischen auf 125 Millionen Hektar angebaut. Stellen Sie sich bitte eine Fläche, so dreimal so groß wie Deutschland vor, komplett mit Soja bepflanzt. Ich finde, das ist eine Dimension und ein Ausmaß, die uns deutlich macht, wie wir umsteuern müssen. Denn Soja wird eben vor allem und verheerenderweise auf Flächen der Welt angebaut, die besonders artenreich sind, im Amazonasgebiet oder im Cerrado, das ist eine Buschsavanne in Brasilien. Wir opfern die artenreichsten Flächen der Welt für unseren Hunger auf billiges Fleisch. Bei der Futtermittelproduktion, das ist ein weiteres Problem, auf das ich verweisen möchte, bei der Futtermittelproduktion, vor allem im Sojaanbau, haben wir es ganz, ganz direkt mit Unkrautvernichtungsmitteln in gigantischem Ausmaße zu tun. Die größten Sojaproduzenten USA, Brasilien und Argentinien sind weltweit die größten Sojaproduzenten und sie nutzen fast 70% der weltweit angewendeten und eingebrachten Unkrautvernichtungsmittel. Davon profitieren vor allem große Agrarchemiekonzerne wie Syngenta mit Sitz in der Schweiz und bei uns eben vor allem die Bayer AG und BASF. Über 50% der Pestizide, die im Sojaanbau eingesetzt werden, werden als hochgefährlich eingestuft, also als sehr giftig. Sie bedrohen auch wirklich die Gesundheit der Menschen, die Unkrautvernichtungsmittel einbringen. Auch die Bayer AG exportiert diese hochgefährlichen Pestizide, von denen einige in der EU gar nicht mehr angewendet werden dürfen, in alle Welt. Diese hochgefährlichen Produkte von Bayer machen 37% des Bayer-Umsatzes aus. Das muss sich ändern, und zwar schnell, weshalb wir alle gemeinsam mit vielen Umwelt- und Entwicklungsorganisationen fordern, dass Deutschland alles dafür tun muss, diese Pestizide nicht mehr zu exportieren, vor allem dann nicht, wenn sie bei uns weder produziert noch angewendet werden. Es kann nicht sein, dass deutsche Agrarchemiekonzerne aus der unverantwortlichen Zerstörung der Biodiversität und der Gesundheitsgefährdung von Millionen von Menschen Profit schlagen. Ich glaube, es ist klar geworden, dass wir gegen diese Trends unbedingt politisches Handeln brauchen. Wir müssen umsteuern, weil wir es bisher mit einem fundamentalen politischen Versagen zu tun haben.
Deutschland ist innerhalb der EU mit 8,6 Millionen Tonnen pro Jahr der größte Fleischproduzent und die EU mit etwa 50 Millionen Tonnen nach China der zweitgrößte Fleischproduzent der Welt. Unsere Regierung tut so gerne so, als wäre Deutschland Vorreiter im Kampf gegen die ökologischen Krisen der Welt. Mit unserem Agrarsystem, der Art und Weise, wie wir Fleisch konsumieren und produzieren, sind wir das auf keinen Fall. Wer eine klima- und biodiversitätsfreundliche Politik möchte, wer Gesundheit in den Mittelpunkt stellen möchte, der Menschen, nicht nur in der fleischverarbeitenden Industrie, sondern unserer aller Gesundheit, der muss uns Menschen schützen und nicht die Seilschaften der Agrarindustrie. Politik muss mutige Schritte gehen, muss umsteuern, weil dieses System, was wir haben, ist definitiv nicht zukunftstauglich. Uns hat interessiert, inwiefern die junge Generation Interesse daran hat, sich mit Klima und Ernährung zu beschäftigen, den Zusammenhang von Klimabewusstsein und Ernährungsbewusstsein zu beleuchten. Und wir sind sehr, sehr froh, dass die Umfrage gezeigt hat, dass dieser Bewusstseinswandel bei der jungen Bevölkerung auf jeden Fall sich verändert. Mehr als 13% der jungen Generation zwischen 15 und 29 Jahre ist bereits Vegetarier oder ist vegan. 25% von ihnen sind Flexitarier, sie essen also nur ab und zu Fleisch. Und vor allem essen sie bewusst Fleisch und möglichst auch aus einer artgerechten Haltung. Das sind gute Nachrichten. Und die junge Bevölkerung, und damit komme ich zum Schluss, ist vor allem daran interessiert, dass wir tierwohlorientiert und artengeschützt unsere Nahrungsmittel und damit auch die Fleischproduktion organisieren. Sie erwarten vom Staat Handeln und Umsteuern, starke Regulierungen. Das sind gute Nachrichten. Mit dem Atlas wollen wir genau dazu beitragen, dass alle Menschen, aber vor allem auch die Jugendlichen, die sich für den Zusammenhang von Klima, Biodiversität und Ernährung interessieren, noch mehr Fakten und Daten zur Verfügung haben. Von daher hoffen wir, dass wir mit dem Atlas einen Beitrag leisten. Wir haben in diesem Jahr mit einem UN-Ernährungsgipfel, der erste überhaupt in der Geschichte der UNO, eine Chance, auch in Deutschland zu zeigen, dass wir es ernst meinen mit der Fleischwende und einem radikalen Umbau unseres Fleischkonsums und der Fleischproduktion. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Barbara Unmüßig. Das Wort hat nun Olaf Band, Vorsitzender des BUND. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, und ein gesundes neues Jahr. Frau Unmüßig hat da gerade eine ganz dramatische Lage geschildert. Ich möchte mich jetzt in meinem kurzen Input gerne auf grundsätzliche Lösungswege aus einer sozialen und ökologischen Dimension konzentrieren. Wir erleben in Deutschland in den letzten 10 Jahren einen massiven Strukturwandel in der Landwirtschaft. Das Motto heißt, kleine Betriebe sollen weichen, die großen werden immer größer und konzentrieren sich auch noch regional, also die Tierhaltungsbetriebe. In der Zeit zwischen 2010 und 2019 haben wir 67% mehr Schweinehalter mit mehr als 5000 Schweinen in ihren Ställen zu verzeichnen. Die Zahl der Betriebe in der Schweinehaltung ist um 35% gesunken, von 33.400 auf 21.600, also die Gesamtzahl der Betriebe. Und in diesem Zeitraum haben 35.000 Betriebe die Milchviehhaltung aufgegeben. Dieser Wandel hat soziale und ökologische Konsequenzen. Durch diesen Konzentrationsprozess konzentriert sich auch sozusagen die Gülle aus den Tierhaltungsbetrieben auf bestimmte Regionen, nämlich insbesondere auf NRW und Niedersachsen mit ihrem Emsgürtel, wo sozusagen die größten und intensivsten Stallhaltungen sind mit unhaltbaren Zuständen für das Grundwasser. Dort liegen deutschlandweit die Hotspots der Nitratbelastung der Grundwässer.
Für die Tiere ist es so, zum Beispiel in der Rinderhaltung, dass man bei solch großen Beständen, die da heranwachsen, diese Tiere nicht mehr aus den Stallen nehmen kann und auf die Weidehaltung bringen kann. Etwas, womit aber in der Werbung bei sozusagen Milch zum Beispiel massiv geworben werden. Die Menschen wollen eigentlich Milch und tierische Produkte von Weidehaltung. Sie wollen nicht, dass die Tiere ständig nur im Stall stehen. Aber auch große Tierbestände sorgen dafür, dass ein Wachstumsdruck ist in die Antibiotikaverwendung. Wir haben in dieser industriellen Haltung von Tieren eine Situation, dass dort massiv Antibiotika eingesetzt werden müssen, obwohl wir wissen, dass wir immer weniger überhaupt noch funktionsfähige, wirksame Antibiotika haben. 2007 wurde das letzte neue wirksame Antibiotika entwickelt und auf den Markt gebracht. Dieser massive Einsatz von Antibiotika sorgt dafür, für den tierischen Einsatz in den Ställen, oft nur aus Vorsorgegründen sozusagen und aus Leistungsgründen, sorgt dafür, dass für Behandlung in Krankenhäusern bei menschlich Erkrankten sozusagen immer weniger Antibiotika zur Verfügung stehen oder immer mehr Resistenzen entstehen. Man könnte ja noch denken, naja, das ist eben die Wirtschaft, die floriert und die braucht das. Aber leider ist es ja nicht so, sondern auch die Lage auf den Höfen ist dramatisch. Wir haben immer mehr Höfe, die aufgegeben werden. Ich habe es gerade schon konkret gebracht. Junge Bäuerinnen und Bauern haben kaum noch Zukunftsperspektiven, geben auch aus diesen Gründen die Höfe aus. Oder viele Milchviehhaltungsbetriebe zum Beispiel verkaufen ihre Produkte zum Teil unter dem Kostenpreis, den sie überhaupt aufwenden müssen. Aus diesem Grunde sind im Moment die Proteste der Bäuerinnen und Bauern an vielen Standorten gegen den Lebensmitteleinzelhandel, der diese Einkaufspreise ja sehr, sehr konsequent vorsetzt und dirigiert, sozusagen vollkommen berechtigt. Und wir als BUND unterstützen diese Proteste ausdrücklich. Warum findet das alles statt? Warum ist das eigentlich so? Man müsste doch denken, da muss es doch Alternativen zu geben. Letzten Endes ist es nicht das Problem der Bäuerinnen und Bauern. Die haben damit nicht angefangen, sondern es ist das Problem und die Folgen einer Agrarpolitik, einer europaweiten Agrarpolitik, die in den 90er Jahren begonnen hat, konsequent die europäische Agrarpolitik auf Weltmarktbedingungen zu konzentrieren. Das heißt, meine Damen und Herren, wir konzentrieren mit der Frage, wie mit der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, mit unseren Böden, mit unseren Grundwässern, mit der sozialen Lage unter Bäuerinnen, mit Situationen in der Ukraine, in China oder in Brasilien, wie dort Landwirtschaft unter ganz anderen Bedingungen betrieben werden wird. Es ist ein Wettlauf nach unten in die schlechtesten Sozialstandards, in die schlechtesten ökologischen Standards, der da weltweit abläuft. Und diese Situation wird durch diese Billigwerbung der Lebensmitteleinzelhandelsketten, dieses Lebensmittel müssen billig sein, immer noch erhöht und der Druck auf die Erzeuger wird weiter erhöht, indem sozusagen auch durch die Einkaufspolitik des Handels dieser Weltmarktdruck noch weitergegeben wird und als etwas Tolles und Gutes präsentiert wird vom Lebensmitteleinzelhandel. Von daher, aller Protest, der dafür notwendig ist, hat unsere Unterstützung. Meine Damen und Herren, mein Fazit an dieser Stelle, mein Zwischenfazit ist, wir müssen die Tierschutz- und die ökologische Krise in der Nutztierhaltung und die soziale Krise, die wir in Deutschland, Europa, aber natürlich auch in den Ländern des globalen Südens erleben, zusammendenken und lösen. Es wird der einzige Weg sein, gemeinsame Lösungen von Umweltschützern, Tierschützern und Bäuerinnen und Bauern zu bekommen, allein und gegen den Rest der Welt, wird es nicht funktionieren. Und das ist das Problem der Bauernproteste, was wir oft sehen. Sie tun an mancher Stelle so, als müssten sie sich gegen ökologische Anforderungen setzen. Das ist der falsche Weg. Es wird nicht funktionieren, eine Landwirtschaft weiter so zu betreiben, die dann auch noch ihre entsprechenden Einkommen erzielt. Was kann man tun? Und dazu komme ich jetzt zu meinen Punkten. Was kann jeder Einzelne tun und was muss aber auch Politik tun? Jeder Einzelne kann ziemlich schnell anfangen, nämlich Fleisch essen wieder als etwas Besonderes im Laufe der Woche ansehen. Gutes Fleisch essen, was eben nicht unter diesen Dumping- und Ramschbedingungen produziert wurde, und weniger Fleisch dafür essen. Das ist möglich bei vielen Haushalten. Wir haben genügend Einkommen in Deutschland. Es ist eine Qualitäts-
Und ökologisch und sozial sinnvolle Ernährung ist möglich, sehr, sehr vielen Menschen möglich. Das geht zum Beispiel, indem man auf artgerechtes Fleisch setzt. Also der BND unterstützt zum Beispiel das Label Neuland. Die verzichten komplett auf Soja-Importfutter aus dem Ausland oder eben auf Biofleisch setzen, was auch sozusagen ohne Soja-Importe auskommt und natürlich sozusagen noch auf Pestizide verzichtet. Man kann aber auch als Einzelperson ganz, wie man es mag, natürlich ganz auf Fleisch verzichten oder auch, und das ist ein Boom der letzten Jahre, den wir ja auch im Fleischatlas abbilden, auf Fleischersatzprodukte setzen, auf pflanzliche Produkte. Das ist auch ein ökologisch sinnvoller Weg, weil er mit erheblich weniger Klimaemissionen auskommt, mit weniger Energie, Wasser und Land- und Flächenverbrauch. Also ein guter Schritt. Aber, meine Damen und Herren, wir können nicht so tun, als wenn wir eine solche weltweit funktionierende Maschinerie und einen solchen Strukturprozess, den wir da gerade erleben, als können wir den auf die Verbraucher abwälzen und ihnen sagen, ihr müsst jetzt die Welt retten. Und es tut der Lebensmittelhandel und die Landwirtschaft zu oft. Die sagen, na ja, die Leute kaufen ja nicht die guten Lebensmittel, das art- oder biologisch erzeugte Fleisch. Das kann auch nicht funktionieren, weil die Verbraucher mit den Preisen, mit der Werbung, mit der Intransparenz der Haltung im Prinzip vorgegaukelt bekommen, naja, ihr könnt das alles kaufen, das ist schon okay. Das stimmt aber eben nicht, sondern zum Teil kaufen sie damit Fleisch, an dem Blut klebt. Zum Beispiel, um das mal zu ergänzen, 2020 wurden in Südamerika 25 Umweltaktivisten ermordet. Ganz wesentlich im Gebiet des Amazonas, ganz wesentlich waren diese Menschen mit uns zusammen im Kampf gegen diese umwelt- und menschenverachtende Produktion von Soja in Südamerika. Daher, meine Damen und Herren, möchte ich appellieren an die Politik und nicht nur an die Verbraucher. Wir brauchen eine gestaltende Politik für eine sozial gerechte und ökologische Landwirtschaft. Wir brauchen weniger Tiere und mehr Plätze in den Ställen. Wir brauchen eine verbindliche Kennzeichnung der Haltungsbedingungen. Und wir brauchen faire Erzeugerinnenpreise für die Bäuerinnen und Bauern, für das, was sie da tun. Und mehr Geld für eine tiergerechte und umweltgerechte Tierhaltung. Schluss mit Billigkampagnen für Lebensmittel. Und wir brauchen, und das ist ganz wesentlich für unsere Verantwortung in Deutschland, wir brauchen ein Lieferkettengesetz, was endlich diese oftmals illegale Sojaproduktion, die Abholzung von Regenwäldern in Südamerika dazu stoppen könnte, indem nämlich solch illegaler Soja und die Importe und Nutzung für unsere billigen Schnitzel in Deutschland reglementiert werden, indem die Verkäufer in Deutschland, die solches Fleisch auf den Markt bringen, tatsächlich auch für verantwortlich gemacht werden für Schäden und Gesetzesverstöße im Süden der Welt. Meine Damen und Herren, wir werden das nur hinkriegen, und das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, wenn wir es schaffen, in Deutschland und Europa einen Außenschutz gegen Sozial- und Ökodumping zu erzielen. Wir können unsere Tierhaltung in Deutschland noch so gut umbauen und haben dafür einen sehr, sehr guten Plan, den Umwelt-, Tierschützer- und Bauernverbänden in der sogenannten Borchardt-Kommission zusammen entwickelt haben. Das können wir alles machen. Es würde aber hinterher, wenn wir die Grenzen der EU nicht schützen, sozusagen wieder durch billigst, öko-billigst und sozial billigst produzierte Nahrungsmittel umgangen. Und deswegen müssen wir uns ähnlich wie in der Klimaschutzdebatte daran begeben, tatsächlich zu sagen, Europa wird zu einem Standort für eine nachhaltige Produktion von Lebensmitteln und Fleisch. Und wir müssen dann dafür auch sorgen, dass diese Standards in Europa auch eingehalten werden. Genauso wie wir das bei Strom tun, wie wir das bei Autos tun, da sagen wir auch, welche Autos und welche Mobilität und welche Stromerzeugung wir haben. Und so müssen wir auch über Lebensmittel denken. Ganz zum Schluss möchte ich noch einen kurzen Input geben. Ich wurde immer wieder gefragt, im Atlas steht eine Zielzahl. Wir wollen als Zivilgesellschaft bis 2050 eine Halbierung des Verbrauchs tierischer Produkte erreichen. Und da fragen sich Menschen, wie soll das denn eigentlich gehen? Das klingt ja utopisch bei einer Situation, wo das weltweit ständig wächst. Erstmals ist es so, tatsächlich in den letzten Jahren, und das ist die gute Nachricht für die Entwicklung, die entwickelten Industrieländer, der Fleischverbrauch geht schon langsam zurück. Aber wir müssen das, und das fordert ja auch die junge Generation, wir müssen das politisch stärken.
Wir brauchen, das sind 5 Schritte für uns, eine Imagekampagne der Bundesregierung für klimafreundliche Ernährung und für tierschutzgerechte Ernährung. Wir brauchen eine Haltungskennzeichnung für Tiere. Die Menschen müssen wissen, ob ihre Tiere, das Fleisch aus Quälhaltung kommt oder aus ökologischer oder artgerechter Haltung. Dann erledigt sich das Problem viel schneller, so wie wir es bei Eiern erlebt haben. Die Ei-Kennzeichnung einfach über eine Ziffer. Wir brauchen die öffentliche Beschaffung in einer Vorbildfunktion. Und wir müssen es schaffen, die derzeit 18 Millionen Tonnen Lebensmittelverluste in Deutschland, die wir haben, bis 2030 um 60% zu reduzieren. Weil das ist auch ein ganz wesentlicher Quell, um sozusagen überhaupt die Produktion von Nahrungsmitteln zu reduzieren und die Umweltbelastung. Ganz, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ja, vielen Dank, Olaf Band. Wir werden jetzt auch noch Gelegenheit haben, in der Fragerunde einzelne Aspekte zu vertiefen. Und dann auch ist das jetzt Ihre Gelegenheit, Fragen, Nachfragen zu stellen. Ich sehe hier, dass online schon 2 Fragen in der Warteschlange sind. Der Reihenfolge nach würde ich erstmal Herrn Maurin jetzt dran nehmen. Nett wäre es, wenn Sie sich kurz auch vorstellen würden und sagen würden, zu welchem Medium, für welches Medium Sie arbeiten. Herr Maurin. Ja, ich arbeite für die Tageszeitung Taz. Ich habe 2 Fragen, eine an Frau Unmüßig. Wer hat denn diese Umfrage unter den Jugendlichen, jungen Leuten gemacht? Warum ist die repräsentativ? Und an Herrn Band, Sie haben jetzt gesagt, dass Sie diese Bauernproteste gegen zu niedrige Preise unterstützen würden. Wie lässt sich denn diese Solidarität mit den Bauern vereinbaren mit ihren Forderungen nach strengeren Umweltauflagen, die ja die Produktionskosten für die Bauern erhöhen? Und wie erklären Sie sich, dass viele Bauern so schlecht auf Umweltorganisationen wie dem BUND zu sprechen sind? Danke. Ja, zu Ihrer ersten Frage, wer hat die Umfrage gemacht? Wir haben das gemeinsam mit der Uni Göttingen in Auftrag gegeben. Also die Heinrich-Böll-Stiftung hat die Umfrage beauftragt mit der Universität Göttingen, mit dem Lehrstuhl von Professor Dr. Achim Spiller. Wir haben 1227 junge Erwachsene zwischen 16 und 29 befragt. Wir haben darauf geachtet, dass es regional repräsentativ ist und dass es vor allem auch geschlechterrepräsentativ ist. Also wir haben darauf geachtet, dass Männer und Frauen, junge Frauen und Männer befragt werden, das zur Repräsentativität. Und es ging uns eben auch darum, nochmal wirklich zu erfragen, inwiefern in der jungen Generation Klimabewusstsein sich mit Ernährungsverhalten und Nachdenken über Ernährung verknüpfen lässt und sind eben sehr froh darüber, herausgefunden zu haben, dass auch in der Breite der Bevölkerung, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt, wirklich es so ist, dass ein Umdenken der jungen Generation stattfindet und eben 13% der jungen Bevölkerung repräsentativ eben bereits vegetarisch oder vegan sich ernährt. Danke. Olaf, Band. Ja, die Solidarität mit den protestierenden Bauern. Tatsächlich würde es natürlich zu einer Erhöhung der Produktionskosten kommen durch Umweltauflagen und es muss dazu kommen, weil letztendlich, und das habe ich gemeint mit meinem Vergleich mit dem Blick auf den Weltmarkt, wir werden es nicht schaffen, in Europa und in Deutschland zu den Bedingungen zu produzieren, wie das in der Ukraine, in China oder sonst wo möglich sein wird. Deswegen werden wir nur eine Chance haben, in Europa mit höheren Standards in der Produktion voranzukommen. Und das Einkommen der Landwirte kann natürlich sozusagen, rechnet sich ja nicht einfach nur mit möglichst niedrigen Kosten mal Masse, sondern kann sich auch rechnen mit weniger Masse zu verkaufen, aber dafür höhere Qualität und dafür mehr Erträge. Und das ist diese Solidarität, die wir den Bäuerinnen und Bauern anbieten, sozusagen einen gemeinsamen Kampf
zu führen für höhere Standards in der Landwirtschaft, höhere sozial- und ökologische Standards und damit dann auch höhere Erträge zu finanzieren, wie das ja übrigens in den Betrieben, die artgerecht und ökologisch produzieren, auch gut funktioniert. Die haben ja in der Regel ein gutes, gesichertes Einkommen und das muss man ausweiten und international schützen. Und die Kritik und der Streit zwischen BUND und Bäuerinnen und Bauern liegt, glaube ich, daran, dass dieser Konflikt immer wieder zu stark personalisiert wird und so getan wird, als hätten wir etwas gegen Bäuerinnen und Bauern. Im Gegenteil, es geht uns um eine Strukturfrage. Der BUND betreibt seit vielen Jahren intensive Landwirtschaftspolitik. Wir haben viele Bäuerinnen und Bauern unter uns und es gilt darum, diesen Streit zwischen sozialen Interessen der Betriebe und ökologischen Interessen zu lösen und eine gemeinsame Politik zu machen, die diese Fragen, die Zukunftsperspektiven der Höfe und ökologische Fragen gemeinsam löst. Und das müssen wir überwinden, diesen Streit. Dankeschön. Ich habe jetzt Herrn Arnold, Matthias Arnold auf der Liste, auch wieder online. Denken Sie daran, die Stummschaltung aufzuheben. Danke. Das mache ich. Hören Sie mich? Prima. Ja, Matthias Arnold von der dpa. Vielen Dank. Auch zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Zum einen, jetzt ist es natürlich in Deutschland ja relativ einfach, wenn man halbwegs gut verdient, zu sagen, okay, ich passe mein Verhalten an und gehe nur noch in den Biomarkt und kaufe da Fleisch für mehr Geld. Aber als Hartz-IV-Empfänger oder Geringverdiener ist es natürlich deutlich schwieriger. Und vielleicht ist man da ja auch ganz froh, dass man da mal, sage ich jetzt mal etwas polemisch, seinen Kindern noch mal einen Schnitzel braten kann. Wie lässt sich denn dieses Dilemma aus Ihrer Sicht auflösen? Wie lassen sich eben auch dann diese Verbraucher erreichen? Und meine zweite Frage zielt auf die Corona-Krise. Ist in irgendeiner Form schon absehbar, wie diese sich auch auf den Fleischkonsum der Bürger auswirkt? Also wir essen alle anders, wir bestellen mehr, wir sind irgendwie anders unterwegs, was unser Verhalten angeht. Vielleicht lässt sich das ja auch auf den Fleischkonsum irgendwie absehen. Vielen Dank. Ja, danke. Sag mal was zum Verbraucherverhalten von Menschen, von armen Menschen. Tatsächlich kann man nicht voraussetzen, dass bei höheren Preisen sozusagen das dort noch funktioniert und akzeptiert werden kann. Deswegen fordert der BUND zusammen auch mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband als Beispiel für diesen Fall, dass es tatsächlich gelingt, diese Erzeugerpreise und die Preise an der Ladentheke deutlich zu erhöhen, tatsächlich auch eine Anpassung der Hartz-IV-Regelsätze. Man kann nicht sozusagen die Landwirtschaftspolitik über die Sozialpolitik bremsen, sondern es braucht genau die Antwort darauf, dass auch armen Menschen sozusagen eine solche Ernährung, wie sie eigentlich Standard sein sollte in Deutschland, auch möglich wird. Ich weiß nicht, so, jetzt nochmal zu Corona. Ich habe noch keine Zahlen und wie die Menschen sich ernähren. Ich kenne nur die Meinungsumfragen aus den letzten Monaten seit Anfang der Corona-Krise, dass es einen Boom gibt, ein Interesse, dass Menschen sich ökologischer und gesünder ernähren wollen. Ich habe noch keine Zahlen ob sie das tatsächlich tun. Aber tatsächlich, es ist ein großer Wille da, in Meinungsumfragen das tatsächlich auch zu tun und sozusagen ökologisches Fleisch, artgerechtes Fleisch auch mehr zu kaufen. Ja, ich möchte noch mal darauf verweisen, dass ja wirklich Fleischpreise, die wir zu Dumpingpreisen in die Läden bringen, wirklich nicht eine Lösung sein kann. Es muss wirklich darum gehen, auch dass die Qualität sich im Preis ausdrückt. Und das, glaube ich, muss das Ziel sein, den Leuten zu vermitteln, dass auch ganz große volkswirtschaftliche Kosten entstehen, wenn wir unsere Gewässer verschmutzen durch die Massenproduktion, wenn wir wirklich ganz andere Kosten, auch Gesundheitskosten haben, wenn wir uns schlecht ernähren oder mit auch zu viel Fleisch ernähren. Ich glaube, es ist auch ärmeren Bevölkerungsschichten vermittelbar, dass Qualität auch für sie eine wichtige Rolle spielt.
Und jenseits von Dumpingpreisen die Preise für Fleisch zu erhöhen, zum Beispiel auch durch eine Mehrwertsteuer, die für Fleisch höher ausfällt als zum Beispiel für Gemüse, das wäre eine Lenkungswirkung. Man kann ja auch Gemüse und gesunde Ernährung mit weniger Steuern belegen als zum Beispiel die Nahrungsfleischproduktion. Das sind alles so Anreize, die eben auch wichtig wären für die Menschen, die nicht so viel Geld haben, wenn es darum geht, den Fleischkonsum in Deutschland auf die Hälfte zu reduzieren. Ja, vielen Dank. Wir machen weiter in der Fragerunde. Ich lese mal kurz die Liste vor, damit alle wissen, dass wir sie auf dem Schirm haben. Ist einmal Herr Bauchmüller als nächstes, dann Frau Vergin, dann eine Frage über den Chat von Frau Krumm und dann Frau Jaberg in der Reihenfolge. Herr Bauchmüller, bitte. So, da bin ich. Ich hätte eine Frage an Herrn Band. Herr Band, Sie haben ja die Lage am Weltmarkt richtig eingeordnet als eines der großen Probleme. Gleichzeitig haben Sie eben gesagt, dass sich Einkommen auch generieren ließen mit weniger Massen zu höheren Preisen. Da würde man natürlich aus der Logik des Weltmarktes heraus sagen, dann werden andere zu günstigeren Preisen diese Masse, sozusagen diese Lücke auffüllen. Sprich, wäre der logische nächste Schritt, wenn man an das Problem ran wollte? Welche Handelsverträge müsste die EU aufmachen? Inwieweit müsste man auch über die WTO gehen, um tatsächlich die EU als einen Standort für nachhaltige Fleischerzeugung zu etablieren? Und vielleicht daran anschließend, Sie sind ja auch Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft. Inwieweit kann denn diese Kommission dieses Problem vielleicht auch mit adressieren? Welche Chance sehen Sie da? Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage, Herr Bauchmüller. Tatsächlich ist ja dieses Problem sozusagen, alles, was man macht in Deutschland, in Europa an Besseren, sozusagen birgt die Gefahr, dass es umgangen wird. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir brauchen im Prinzip an den EU-Außengrenzen einen Sozial- und Ökodumping-Schutz. Anders geht es nicht. Und das finde ich jetzt auch wirklich das Spannende in den Beratungen der Zukunftskommission, dass ich auch gelernt habe, dass tatsächlich auch bei tierischen Lebensmitteln ein solcher EU-Außenschutz mit ethischen Standards, die wir in Europa hätten, auch vor der WTO kompatibel ist. Das sagen erstmal Wissenschaftler in der Kommission, in der Zukunftskommission Landwirtschaft. Das fand ich einen spannenden Gesichtspunkt. Und von daher wird es für mich eine große Messlatte sein für das Ergebnis der Zukunftskommission, ob wir darauf hinweisen, ob wir es hinkriegen, da auch sozusagen eine Gemeinsamkeit mit den Bauernverbänden hinzukriegen, mit der Landwirtschaftsseite. Weil ich glaube, das wäre ein zentraler Lösungsschritt, um eine nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland und Europa zu erreichen. Ich bin da aber optimistisch nach den ersten juristischen Einschätzungen zur WTO-Frage. Danke. Jetzt wäre Frau Vergin dran. Stummschaltung ausstellen und dann können Sie Ihre Frage stellen, gerne. Frau Vergin, hören Sie mich? Nee, weg. Ist sie leider nicht mehr da. Dann die Frage von Frau Krumm per Chat. Berliner Zeitung, haben Sie in den USA oder Australien Partner, die sich für das gleiche Ziel einsetzen, also sozusagen eine Wende in der Landwirtschaft und im Agrarhandel? Ja, diese Frage beantworte ich sehr gerne. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist ja eine internationale Organisation. Wir haben weltweit über 32 Büros in allen Regionen. Wir sind ganz stark in einem Bündnis mit europäischen Nichtregierungsorganisationen und Akteurinnen, die sich für eine andere EU-Agrarpolitik eingesetzt haben. Wir sind weltweit natürlich in Brasilien, in Argentinien, in Afrika vor allem mit Partnerinnen eng verbunden, dafür Sorge zu tragen, dass die hiesigen Fehler in der Fleischproduktion nicht vor Ort, auch in Indien und anderswo, sich wiederholen, überall erinnern.
erleben wir, dass viele Länder im globalen Süden in die Massentierhaltung erst in großem Stile einsteigen, mit eben entsprechenden massiven Importen von Düngemitteln, von Pestiziden. Ich sprach ja schon darüber, dass wir dramatische Explosionen des Pestizideinsatzes, des Unkrautvernichtungsmitteleinsatzes, um es mal so zu nennen, im globalen Süden erleben, mit in Importen von Pestiziden, die in Europa verboten sind. Und deswegen kämpfen wir gerade auch in Kenia mit afrikanischen Partnern, mit brasilianischen Partnerinnen dazu, dass diese Praxis gestoppt werden muss. Es kann nicht sein, dass in Deutschland nicht mehr produzierte oder in Europa nicht mehr produzierte Pestizide und hier nicht mehr zugelassene exportiert werden auf Kosten der Menschen im globalen Süden. Es gibt erschreckende Zahlen darüber, wie viele Menschen sich durch den Pestizideinsatz weltweit vergiften. 11.000 Todesopfer fordert der Pestizideinsatz global pro Jahr. Auch hier nochmal eine Zahl für Sie. Und von daher ist es unser Auftrag nachgerade als international agierende Organisation in engen Bündnissen in Lateinamerika, in Afrika, in Asien, diese Trendwende in der Landwirtschaft, den Ausstieg aus der industriellen Landwirtschaft mit zu organisieren. Und der Fleischatlas wird auch in vielen Sprachen übersetzt. Es gibt eine englische Fassung, um eben auch weltweit diese Aufklärungsfunktion der Heinrich-Böll-Stiftung zu entsprechen und die Fakten zu liefern, die zum Umsteuern eben beitragen müssen. Wir brauchen überall auf der Welt ein Umsteuern im politischen Denken und Handeln auf allen Ebenen. Vielen Dank, Barbara. Kurzer Nachtrag. Der englische Atlas dieser Ausgabe erscheint dann im Mai diesen Jahres, also in 3-4 Monaten, und wird dann halt auch von unseren Büros in die jeweiligen Diskussionen und öffentlichen Debatten eingebracht. Jetzt habe ich noch Frau Jaberg auf der Liste. Hören Sie uns? Wir hören Sie im Moment noch nicht. Aber Sie hören mich wahrscheinlich jetzt. Hören Sie mich? Jetzt, perfekt, danke. Heike Jaberg, Tagesspiegel. Ich habe eine Frage an Herrn Band. Aldi, Rewe, Lidl, Kaufland haben ja jetzt den Bauern angeboten, beziehungsweise mit den Bauern verabredet, dass sie höhere Preise für das Schweinefleisch bezahlen, um die afrikanische Schweinepestkrise abzufangen. Man sieht in den Sortimenten der Supermärkte immer mehr Öko-Lebensmittel. Meine Frage ist, Sie haben ja die Billigpreispolitik der Supermarktkonzerne kritisiert. Aber gibt es da nicht doch auch ein bisschen Ansätze eines Umdenkens? Na, ich bin erstmal halb froh, dass es diesen Druck gibt der Landwirte auf die Einzelhandelsketten. Und jetzt die Reaktion auf die afrikanische Schweinepest ist ja eine temporäre Situation, nochmal vollkommen außergewöhnliche Situation für die Betriebe in Deutschland und in anderen Ländern, die davon betroffen sind. Von daher ist das ja nichts, was sozusagen jetzt an der Stelle schon den Lebensmittelhandel adeln würde. Tatsächlich betreibt er ja an vielen Stellen auch ein Engagement für die Belieferung mit Öko- und artgerechtem Fleisch. Das ist zu honorieren. Das Riesenproblem ist, dass das nicht abgelöst wird damit, dass man insgesamt Abstand nimmt von dieser Billigwerbung und dieser Ramschwerbung. Es finden immer wieder Preisaktionen statt mit Billigstpreisen, gerade im Fleischsektor. Es gibt dieses Konkurrieren um das Billigste und Schnellste. So, und das ist, glaube ich, das ist noch nicht insgesamt angekommen, dass das nicht mehr zukunftsfähig ist. Und da braucht es, glaube ich, auch, und das ist der Punkt, weswegen mir das so wichtig ist mit dem Weltmarkt. Auch der Einzelhandel wird das ja mit seinem Druck auch nicht alleine lösen können. Es braucht da schon auch politische Vorgaben, sozusagen, mit denen wir uns tatsächlich glaubwürdig und dauerhaft aus diesen Weltmarktbedingungen rausbewegen können. Ja, die Tatsache, dass wir unglaublich viel Fleisch exportieren, mehr als wir selber im Land konsumieren,
führt ja genau dazu, dass jetzt die Bauern regelrecht verzweifelt sind. Ich finde, wir sollten mal über die Verzweiflung der Bauern und Bäuerinnen reden, die jetzt wegen Corona und wegen der afrikanischen Schweinepest ihre Schweine nicht mehr absetzen können, einen gigantischen Verfall der Marktpreise zu verzeichnen ist. Ich kann nur hoffen, dass das wirklich zum Umsteuern und zu noch mehr Protesten der Bauern führt. Es kann ja wirklich nicht sein, dass unter den Produktionskosten verkauft werden muss. Der Druck, die Abhängigkeit, in dem die Bauern stecken, muss wirklich zu diesem Umsteuern und Umdenken führen. Dass Politik so schlecht und so langsam handelt, ist skandalös. Es nützt nichts, wenn sich Frau Klöckner in Kommissionen trifft, und es nützt auch nichts, wenn sie Systemwechsel per Pressekonferenz verordnet. Sie muss ihn einleiten. Wir brauchen einen Systemwechsel in der Tierhaltung hin zu Tierwohl. Der Bundestag hat im Sommer der Verbrauchsteuer auf tierische Produkte zugestimmt in Höhe von 40 Euro Cent pro Kilo. Das alles ist aber noch nicht umgesetzt. Es ist noch nicht in Gesetzesform gegossen. Es ist noch nicht Realität. Wir brauchen eine andere Realität, was die Situation der Bauern angeht. Die brauchen akut und jetzt Unterstützung, Hilfe und eine Verbesserung. Und wir brauchen grundsätzlich eben diesen echten Systemwechsel raus aus dieser wirklich, wie ich finde, deprimierenden Massentierhaltung mit all den Zuständen in den Ställen und den Existenzsorgen von Bäuerinnen und Bauern. Danke, Barbara Unmüssig. Ich habe jetzt noch auf der Liste Frau Jaberg. Ich weiß nicht, ist das ein erneutes Handzeichen oder noch das von eben? Hören Sie mich noch? Ich sehe nämlich nicht. Vielleicht ist es auch nur das Handzeichen von eben noch. Dann würde ich nämlich weitergehen. Ja, das war das Handzeichen von eben. Ist jetzt keine weitere Frage. Wir haben Fragen im Chat. Einmal von Herrn Bartels von den Umweltbriefen. Wie kommt es, dass der Pro-Kopf-Verbrauch gleich geblieben ist in Deutschland, obwohl die Umfrage festgestellt hat, dass es immer mehr Vegetarier und Veganer gibt? Kannst du vielleicht gleich beantworten. Naja, also in Deutschland geht der Pro-Kopf-Konsum schon leicht zurück. Insgesamt 7% in den letzten 8 Jahren. Wir waren, als wir den ersten Fleischatlas vorgestellt haben, 2013 noch bei 66 Kilo pro Kopf. Jetzt sind wir bei knapp 58, 59 Kilo pro Kopf. Also es gibt schon einen leichten Rückgang. Das ist aber leider nur in Deutschland der Fall. Der globale Trend ist ja der, der zusätzlich alarmierend ist, weshalb es eben in der Tat darum geht, auch durch Handelspolitik etc. global umzusteuern und rauszukommen aus den hohen Pro-Kopf-Zuwächsen. Ja, und es ist eben leider so, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen einfach nach wie vor sehr viel Fleisch konsumieren. Wir brauchen auch einen kulturellen Wandel, einen Wandel der soziokulturellen Infrastruktur, nennen wir das im Atlas, wo es wirklich auch darum geht, die Haltung zu Fleisch zu verändern. Und es sind eben nach wie vor ja nicht nur sozial große Unterschiede, sondern vor allem auch Geschlechterunterschiede. Männer konsumieren doppelt so viel Fleisch wie Frauen und Mädchen. Auch das ist übrigens bei der Umfrage deutlich geworden. Es sind 70% der Mädchen und Frauen, die vegan und Vegetarier sind. Es muss also auch noch ein Bewusstseinswandel vor allem bei der männlichen Bevölkerung stattfinden. Und den hoffen wir auch zu befördern durch diesen Fleischatlas, weil eben uns es ja nicht darum geht, insgesamt Fleisch zu boykottieren, sondern bewusst zu essen und sich vor allem mit den Folgen einer tierischen, industriellen Produktion zu beschäftigen. Dankeschön, Barbara. Wir gehen weiter mit Frau van Braak. Ich würde Sie hier sozusagen per Ton zuschalten, wenn Sie das wollen. Sie haben Ihre Hand gehoben. Haben Sie Ihre Stummschaltung aufgehoben? Haben Sie nicht, weil wir Sie nicht hören? Gut. Ja, perfekt. Ein bisschen mit.
und habe eine Frage zu den Strukturen. Nee. Ich glaube, da gibt es ein bisschen an Feedback im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob Sie die Lautsprecher anhaben und sich selbst sozusagen dann erneut übertragen. Sonst lese ich Ihre Frage vor. Sie haben sie ja auch im Chat gestellt. Vielleicht machen wir das einfach. Das ist dann schneller. Frau van Braak fragt oder sagt, dass Schlachthöfe nicht aus den Schlagzeilen geraten, im Übrigen auch Bio-Zertifizierte nicht. Ein Weg aus diesen industriellen Strukturen bräuchte es regionale Verarbeitungsstrukturen, die es kaum noch gibt. Und wie könnte man da wieder hinkommen, dass man regionale Verarbeitungsstrukturen aufbaut? Vielleicht Olaf Band? Ja, ist genau richtig. Diese Zentralisierung der Schlachtstrukturen ist ja ein Teil dieser insgesamt Industrialisierung und Konzentration der Nutztierhaltung. Leider ist es ja so, also auch wir sagen und fordern, dass es eine Regionalisierung braucht. Es ist nur immens schwierig, unter den jetzigen Bedingungen tatsächlich dafür wirtschaftlich tragfähige Strukturen aufzubauen. Das ist einfach mal so, dass die Kostenunterschiede zwischen kleinen Schlachthöfen und diesen Mega-Schlachthöfen, die es da gerade sind, so sind, dass die im Moment nicht wirtschaftlich überlebensfähig sind. Wir müssen das im Kern tun, in der Umsetzung der Ergebnisse der Borchert-Kommission, wo ja jetzt auch nochmal, Frau Unmüßig hat es gerade gesagt, der Bundestag gefordert hat, im Sommer und der Bundesrat genauso, dass man das nun mal endlich umsetzen solle. Und im Kern muss man in dem Zuge auch sozusagen zu einem Umbau der Tierhaltung, das ist der Fokus der Borchert-Kommission, dafür sorgen, dass dann auch dafür passende regionalisierte Schlachtstrukturen aufgebaut und finanziert werden können. Das ist aus dem normalen Cashflow und der Gewinnverteilung in der Lebensmittelkette im Moment nicht zu machen. Und von daher muss man das an der Stelle grundsätzlich verändern. Und das ist ja auch das Ergebnis der Gedanke der Borchert-Kommission über diese fleischbezogene Verbrauchsteuer von 40 Cent pro Kilogramm, tatsächlich Geld einzusammeln für Stallneubauten, aber auch für höhere Kosten in der Lieferkette von Fleisch in den Produktionsbetrieben und dann möglicherweise ja auch, und das wäre die Chance, auch sozusagen für die Schlachtbetriebe. Ja, vielen Dank. Olaf Band. Jetzt, wenn es hier im Saal gibt es keine, doch eine Frage im Saal, dann kommen Sie jetzt noch dran, das der Fairness halber auch. Ja, guten Tag, Johannes Senk, Katholische Nachrichtenagentur. Ich hätte jetzt eigentlich nur noch eine Frage, und zwar schreiben Sie ja auch im Fleischatlas, dass es ein Tierwohl-Label geben könnte im Einzelhandel. Jetzt ist es ja so, dass es diese Tierwohlampel von 1 bis 4, also von Stallhaltung bis Premium, bereits gibt. Die wird jetzt darin nicht erwähnt. Da stellt sich mir die Frage, ist das für Sie bisher als Konzept nicht ausreichend? Und was würde Ihnen vorschweben, dass wir dann vielleicht irgendwann bei den, ja, ich sage es jetzt überspitzt, bei den Schockbildern wie auf den Zigarettenpackungen liegen, wenn wir eben das Fleisch haben? Also ich möchte direkt darauf antworten. Im Prinzip ist es der gute Gedanke in dieser Skala von 1 bis 4. Das Problem ist, dass es nicht verpflichtend ist, sondern wir brauchen dieses Label verpflichtend in solchen Abstufungen, die eine sehr deutliche und klare Transparenz bringen, gerade bei den Fleischerzeugnissen, die jetzt wirklich nicht positive Standards zu verzeichnen haben. Und nur dann wird es ja wirken, weil im Moment lagern wir das ja dieses Problem der Fleischproduktion darauf ab, dass es einige Menschen gibt, die bereit sind, hohe Preise für ökologisch oder artgerechtes Fleisch zu haben. Und die Veränderung wird es erst geben, und das war ja auch gerade die Frage nach Veränderungen in dem Fleischkonsum, wenn man sehen kann, mit einer sehr einfachen, verpflichtenden Kennzeichnung, dieses Fleisch stammt tatsächlich aus einer normalen Tierhaltung mit allen Umwelt- und Tierschutzschäden, die damit verbunden sind. Das wäre sozusagen dafür ein wichtiger Schritt. Aber ich möchte dabei auch noch mal betonen, selbst dann müssen wir über ein Lieferkettengesetz dafür sorgen, dass illegal produzierte Futtermittel in Südamerika, die sozusagen eigentlich gar nicht mehr auf den Markt kommen dürften, auch tatsächlich nicht in ein solches Tierschutzlabel einfließen.
also genau das Gleiche ergänzen, dass die Schwäche des jetzigen Labels eben ist, dass es freiwillig und nicht verpflichtend ist. Und es braucht halt wirklich auch diese Verbrauchssteuer auf tierische Produkte, weil mit diesen 40 Euro Cent soll ja auch die Umstellung in den Ställen mitfinanziert und organisiert werden. Also es braucht schon auch Anreize finanzielle für die Bauern, dann auch wirklich diese Umstellung der Haltung zu organisieren. Danke. Da würde ich jetzt eine Frage, die dazu passt, von Herrn Muhlke per Chat gestellt, anschließen lassen. Frau Virginie, vergessen Sie nicht, Sie kommen dann gleich dran. Ich habe Sie auf jeden Fall auf der Liste. Herr Muhlke fragt, beobachten Sie eine Spaltung der Gesellschaft in gut verdienende und gebildete Schichten, die Fleisch bewusst konsumieren? Nee, jetzt ist er weg. Wollte er nicht stellen, die Frage. Oder ist sie woanders gelandet hier im Chat? Da ist sie. Moment. Spaltung der Gesellschaft in gut verdienende und gebildete Schichten, die Fleisch bewusst konsumieren und eher bildungsfernere, ärmere Schichten, die weiterhin viel Fleisch, viel konventionelles Fleisch verzehren. Gibt es diese Spaltung? Ist die nachvollziehbar? Naja, ob man da gleich mal über Spaltung reden muss, würde ich mal bezweifeln. Also es ist richtig und empirisch belegt, dass höhere Einkommensgruppen sehr wohl beginnen, etwas weniger Fleisch zu konsumieren. Aber der Pro-Kopf-Konsum auch von oberen und mittleren Einkommen ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Also man sollte nicht so tun, als wären es die unteren und einkommensschwächeren Gruppen. Aber meine Kollegin Christine Chemnitz ergänzt gleich. Findet den Begriff Spaltung einfach falsch. Bitte. Ja. Ja. Genau. Eine sehr schöne Frage, die wir uns nämlich in der Jugendumfrage auch angeschaut haben. Und spannenderweise ist es wirklich so, dass wir keine wirklich signifikanten Unterschiede feststellen konnten. Wir konnten keine signifikanten Unterschiede feststellen, je nachdem sozusagen wie gebildet oder welchen Abschluss, Schulabschluss, Studienabschluss die jeweilig Befragten hatten. Es gab kleine Unterschiede, gerade bei den flexitarisch sich ernährenden Personen, aber es gab wirklich keine signifikanten Unterschiede. Und das finde ich nochmal wirklich ganz schön, dass diese Umfrage auch mit diesem Vorurteil so ein Stück weit aufräumt, nämlich dass es sozusagen eine große Spaltung gibt, wo sozusagen die Besserverdienenden schon auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Ernährung sind und diejenigen, die weniger gebildet sind oder weniger Einkommen haben, das nicht sind. Ganz offensichtlich ist es so nicht, sondern gerade bei den jüngeren Bevölkerungsgruppen mischt sich das sehr schön. Danke, Christine. So, und jetzt, Frau, wir gehen zu Ihrer Frage, die wir nicht vergessen haben. Sie steht auch im Chat. Ob nicht das Tierschutzgesetz auch angefasst und reformiert werden müsste im Zuge einer Agrar- oder Fleischwende ganz konkret, zumal es da eine Definition als vernünftigen Grund gibt. Also die bloße Lust aufs Fleisch essen, kann das ein vernünftiger Grund sein? Ja, absolut. Wir müssen natürlich, wir können das nicht nur mit Anreizen machen. Also die Borchardt-Kommission und diese Ergebnisse, die Idee dieser Fleischsteuer und des Umbaus der Tierhaltung. Wir müssen natürlich die Mindeststandards an Tierhaltung in Deutschland und Europa deutlich anheben. Wir können das nicht nur alles mit Anreizen machen, sondern es muss auch klar sein, dass alles, was an Fleisch erzeugt wird, gewissen Mindeststandards gehorcht. Allerdings, und das muss man sagen, müssen wir dann auch dafür sorgen, dass diese Gesetze, angepassten Gesetze auch vollzogen werden, weil wir haben ja ein massives Vollzugsdefizit in der Kontrolle von Betrieben. Ansonsten würden wir die Bilder, die von dankenswerterweise von Tierschutzorganisationen ja immer wieder gezeigt werden, überhaupt gar nicht erleben. So. Und von daher gehört es zusammen, novelle Tierschutz und sozusagen das geltende Recht dann auch durchsetzen.
Ja, wir haben Tierschutzgesetze, die die heutigen Bedingungen in den Ställen schon ahnden müssten und könnten. Wie wir Schweine, Geflügel halten, verstößt gegen existierende Tierschutzgesetze. Hier haben wir es, wie Herr Band sagte, mit einem Vollzugsdefizit der Kontrolle, der engmaschigen Überprüfung und dann auch der Sanktionierung zu tun. Es macht ja auch keinen Sinn, dann Missstände festzustellen, wenn sie nicht abgestellt werden. Es geht dann auch darum, die Missstände abzustellen und entsprechend zu handeln und zu ahnden. Wir brauchen vielleicht auch eine Verschärfung, aber eine Umsetzung der jetzt existierenden Gesetze würde auch schon mal einiges Elend in den Ställen beenden helfen. Gut, vielen Dank. Gibt es vielleicht noch eine Frage hier im Saal? Dann habe ich eine allerletzte Anmerkung bzw. auch eine Frage noch im Chat jetzt gesehen zum Mercosur-Abkommen, EU-Mercosur-Abkommen. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Mit den bislang ja kaum vorgesehenen Schutzmechanismen. Wie kann Einfluss darauf genommen werden, dass dieses Abkommen nicht weiter Klima- und Menschenrechte gefährdet? Ja, wir danke für diese Frage. Wir beschäftigen uns eben auch mit dem Abkommen zwischen Europa und den Mercosur-Ländern. Das sind Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Dieses Abkommen, so wie es jetzt vorliegt, kann auf keinen Fall in Kraft treten, weil es eben genau zu einer weiteren Liberalisierung, zum Beispiel bei Pestiziden, kommen wird. Heute sind Pestizidexporte aus Europa nach Lateinamerika zum Beispiel mit einem 14-prozentigen Zoll belegt. Diese Zölle sollen abgebaut werden. Und wenn sie abgebaut werden, dann ist klar, dass noch mehr kostengünstige, vor allem Pestizide in Lateinamerika landen werden. Das kann es nicht sein. Wir werden dann auch noch mehr Importe aus Lateinamerika bekommen von dort produziertem Fleisch. Das wird die Abholzung weiter vorantreiben. Die französische Regierung hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das unter anderem belegt, dass, wenn das Abkommen in Kraft träte, in den nächsten 6 Jahren die Entwaldung um weitere 5% pro Jahr steigen würde, weil eben noch mehr Fleisch produziert würde, Weiden umgewandelt, also Wald in Weide umgewandelt würde durch das Abkommen. Deswegen sind wir alle, die Umweltverbände, die Verbraucherorganisationen, die Entwicklungsorganisationen, absolut dagegen, dass dieses Mercosur-Abkommen ratifiziert wird. Wir laufen Sturm und Protest dagegen. Ja, auch von mir noch mal eine kurze Ergänzung dazu. Tatsächlich wäre ja Mercosur genau das Gegenteil von dem, was wir heute gesprochen haben. Und es wäre sozusagen noch eine weitere Öffnung in Richtung Weltmarkt, die mit den katastrophalen Schäden, wie die Frau Unmüßig das gerade gesagt hat. Ich bin dankbar dafür, dass auch von der landwirtschaftlichen Seite viel Kritik kommt an dieser Öffnung. Weil tatsächlich die auch genau wissen, dass es natürlich dann dazu führen würde, dass sozusagen die deutschen und europäischen Märkte noch weiter mit Billigfleisch überschwemmt werden würden. Allerdings, und das ist das Problem, der Deutsche Bauernverband zieht daraus noch nicht die komplette Konsequenz zu sagen, ja, wir brauchen in Europa eigene hohe soziale und ökologische Standards, sondern das ist so der Versuch, sozusagen unliebsame Konkurrenz noch loszuwerden. Und deswegen habe ich das heute so deutlich gesagt. Wir brauchen auch ein Bündnis zwischen Umweltschützern und Bauern, um genau zu erreichen, dass es eine neue Zukunftsperspektive gibt zwischen Bauern, die auch eine andere Form von Welthandel, eine faire und gerechte und ökologische Form von Welthandel dann auch mit durchsetzen könnte. Vielen Dank. Jetzt allerletzte Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Es gibt offenbar keine offenen Fragen mehr. Das ist gut. Wir sind super pünktlich in knapp einer Stunde durchgekommen. Auch ein Novum. Freue mich, dass Sie dabei waren, ja, auch in anderen Städten und nicht nur in Berlin. Drei Dinge noch zum Ende. Ab Mittag können Sie den Fleischatlas downloaden unter boell.de/Fleischatlas oder bund.net/Fleischatlas.
50 Seiten, 80 Grafiken in Farbe. Diese Grafiken können Sie auch einzeln downloaden. Alle Texte, alle Grafiken sind frei verfügbar, stehen unter einer CC-Lizenz, sind also weiterverwendbar. Und ganz wichtig noch zum Abschluss, ist es auch ein Hinweis, der sozusagen auch in Beiträgen interessant sein könnte. Der Atlas lässt sich bei der Heinrich-Böll-Stiftung auch klassensatzweise für Schulen und für Verwendung im Unterricht bestellen. Das tun wir immer und das ist auch ein Teil der hohen Auflage, die wir damit zu verzeichnen haben. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für Ihre Teilnahme und hoffentlich dann auf bald bis zur nächsten PK in Sachen Atlanten. Vielen Dank und tschüss.